Zerstöre es, so wahr mir Gott helfe. Als letzter feierlicher Akt vor dem Beginn eines neuen politischen Lebens in Deutschland wurde in Bonn die erste Regierung der Bundesrepublik Deutschland konstituiert. Die Kabinettsmitglieder, an ihrer Spitze Bundeskanzler Dr. Adenauer, wurden durch Dr. Köhler, den Präsidenten des Bundestages, vereidigt. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Damit ist die Bildung der Bundesregierung vollzogen.